Schlechte US-Arbeitsmarktdaten sind gut für die Aktienmärkte, gute Arbeitsmarktdaten sind schlecht für die Aktienmärkte. So lautete die allgemeine Auffassung vor den heutigen US-Arbeitsmarktdaten. Und die Daten waren schlecht. Und was passierte? Ja, zunächst mal ging es mit den Kursen nach oben. Aber dann hörten die Märkte so ein bisschen auf zu jubeln. Und ich will in diesem Video mal kurz zeigen, warum das vielleicht so ist. Warum möglicherweise schlechte Daten so schlecht waren, dass sie wirklich schlecht sind und nicht mehr gut sind. Es dreht sich ja alles um das Tapering der Fed. Wird sie ihren Liquiditätszufuhr ein bisschen reduzieren? Wann beginnt das etc.? Aber schauen wir uns die Daten mal an, schauen wir uns die Gemengelage mal an. Hier sehen wir 235.000 Jobs sind nur geschaffen worden. Prognose offiziell 740.000, 750.000, Flüsterschätzung 600.000. Geringste Schätzung bei den Brokern waren so 430.000, 450.000, 235.000 ist also deutlich weniger als erwartet. Waren die Daten so schlecht, dass sie dann wirklich schon schlecht werden? Ja, vielleicht waren sie das. Wir wollen uns das im Folgenden mal anschauen, denn es ist so, dass zwar die Zahl der neu geschaffenen Stellen schwach war, das liegt natürlich teilweise an Delta-Variante, diese ganzen Corona-Geschichten, klar, aber die Stundenlöhne sind sehr, sehr stark gestiegen. 0,6% zum Vormonat, auch zum Vorjahresmonat deutlich höher als erwartet, und das spricht ja eher für einen engen Arbeitsmarkt, und das wiederum bedeutet, dass die so wenig geschaffenen Jobs nicht daran liegen, dass letztendlich die Unternehmen keine Jobs schaffen wollten, sondern dass vor allem die Kandidaten fehlen. Das werden wir in den folgenden Grafiken auch mal sehen können. Das wiederum bedeutet, wenn jetzt wir eine Art Lohnpreisspirale bekommen, dann kann die Fed eigentlich angesichts der sich abkühlenden Wirtschaft nicht tapern, aber sie muss es vielleicht. Wenn der Inflationsdruck weiter zunimmt oder zumindest nicht abnimmt, dann bleibt der Fed nichts anderes übrig. Insofern könnte es eben dieses Szenario geben, das ich schon öfter angesprochen hatte. Abkühlende Wirtschaft bei gleichzeitig steigender Inflation, das nennt man Stagflation. Also stagnierende Wirtschaft mit weiterem Preisauftrieb, wenn man so will. Und da sagt auch Christoph Barrot, den ich kürzlich schon mal ins Feld geführt hatte, als der Top-Forecaster, Top-Prognostiker, die Fed wird früher oder später so oder so tapern müssen, egal wie die Arbeitsmarktdaten ausfallen, weil eben der Inflationsdruck so stark ist. Warum wird der Inflationsdruck so stark? Schauen wir uns zunächst mal in den Daten an, warum die Jobszahlen so schwach waren. Und da fällt vor allem Leisure und Hospitality auf. Null Stellen sind da geschaffen worden. Im Vormonat waren es noch 415.000. Das ist der Sektor, also Gastgewerbe im weitesten Sinne, der normalerweise die allermeisten Jobs schafft. Die Amerikaner sind ja eine reine Dienstleistungsgesellschaft, wenn man so will. Das also die entscheidende Größe, warum die Zahlen so schwach waren. Und wir sehen, dass die Arbeitslosigkeit auf 5,2% gefallen ist. Das ist der tiefste Stand seit Corona-Beginn. Also es ist jetzt nicht so, dass hier irgendwie Probleme sind, dass letztendlich die Leute jetzt massenhaft arbeitslos geworden wären. Das ist nicht der Fall. Das Gegenteil ist eher der Fall, obwohl wenige Jobs geschaffen wurden. Wir sehen, dass vor allem die Verlierer dieser ganzen Geschichte, wenn man so will, sind erstens Frauen. Bei Frauen wurden nur 28.000 Stellen geschaffen oder neue Stellen bei Frauen, 28.200, 7.000 bei Männern. Jetzt ist das so, dass die Arbeitgeber nicht sagen, nee, also Frauen stelle ich nicht ein. Das Problem sind die Frauen selbst, die eben aufgrund von Corona etc., das zeigen viele Umfragen in den USA, sagen, ich bleibe lieber zu Hause, ich gehe nicht arbeiten, sondern betreue etwa meine Kinder. Dementsprechend ist die Arbeitsbereitschaft schon der Frauen, zumindest was auswärtiges Arbeiten betrifft, deutlich geringer. Und wir sehen, dass die Afroamerikaner hier eine deutlich höhere Arbeitslosenquote haben. Die ist gestiegen vom Vormonat 8,2% auf jetzt 8,8%. Aber was ist da los eigentlich am US-Arbeitsmarkt? Wir sehen, dass die Hälfte der kleineren Firmen in den USA, die ja einen Großteil der Jobs ausmachen, dass die sagen, wir haben echte Probleme, Jobs, die wir haben, die wir hätten eigentlich wirklich zu besetzen. 50% der Firmen haben gesagt, dass sie hier Schwierigkeiten haben, dass sie praktisch nicht in der Lage sind, diese Jobs, die sie eigentlich dringend suchen oder die sie dringend anbieten. Mensch, wir brauchen das, sonst können wir die Produktion nicht so machen, wie wir es haben wollen.
Das ist genau das Problem, unter dem die Firmen leiden, nicht nur unter den Lieferketten auf der einen Seite, sondern auch Mangel an Arbeitskraft, die das Ganze noch verschlimmert, die also letztendlich zu einer Angebotskrise an Waren führt. Die Nachfrage ist nach wie vor da, nur das Angebot ist zu gering. Und das bedeutet, wenn ein geringes Angebot auf eine größere Nachfrage trifft, dann steigen die Preise und das gilt dann eben auch für den Arbeitsmarkt. Hier sehen wir auch nochmal Jobs auf Indeed.com, dieser Jobplattform. Neues Allzeithoch. Also es ist nicht so, dass die Jobs nicht da wären. Sie werden nur nicht besetzt, entweder wegen Delta-Variante oder weil man die Leute schlichtweg nicht findet. Das ist das Problem. Und da, wo letztendlich eine große Nachfrage nach Jobs besteht, die aber nicht gefüllt werden können, wie man auf Englisch-Sächsisch sagen könnte, dann entsteht eben auch Lohndruck. Hier hat Walmart jetzt mal eben für 550.000 Mitarbeiter den Stundenlohn um $1 erhöht. Walmart ja mit der größte Arbeitgeber, glaube ich, in den USA. Wieder Christoph Barot zu der ganzen Geschichte. Wir werden vor allem im Niedriglohnsektor werden wir massive Lohnsteigerungen sehen und mehr Firmen werden gezwungen sein, bei dieser ganzen Geschichte Lohnanhebungen mitzumachen. Ist auch politisch ja gewollt. Joe Biden mehrfach gesagt, ja, ich will, dass die Löhne deutlich steigen. Auch das Programm von Olaf Scholz nicht ganz unähnlich. By the way, also Walmart als Vorreiter, das zieht dann einen ganzen Rattenschwanz nach sich und das bedeutet steigende Löhne tendenziell weiter sich verstärkender Inflationsdruck und jetzt ist die Fed eben, wie gesagt, in einer dummen Situation. Man hat auf der einen Seite jetzt zwar eine Entschuldigung, eine Ausrede, dass man sagt, ja, wir können ja nicht tapern jetzt, können bei der nächsten FOMC-Sitzung im September nicht ankündigen, dass wir tapern angesichts dieser Arbeitsmarktdaten. Aber auf der anderen Seite hat man jetzt eben das Problem, dass man mit dieser exzessiven Geldpolitik auf der einen Seite, mit diesem massiven Stimulus des Staates, in den USA wie auch überall sonst meistens, dass man da die Nachfrage nach vorne gezogen hat. Die Leute haben reichlich Geld in der Tasche. Das ist auch der Grund, warum viele nach wie vor nicht arbeiten gehen wollen. Und sie haben deswegen auch einen Konsumrausch, könnte man sagen. Und jetzt trifft dieser Konsumrausch auf der anderen Seite eben auf Arbeitskräftemangel auf der einen Seite, Lieferkettenprobleme auf der anderen Seite. Also es gibt mehr Nachfrage nach Produkten als Angebot an Produkten. Wer manches bestellt im Internet oder ähnlich, der wird die Erfahrung gemacht haben, Lieferzeiten, hups, kommt irgendwann nächstes Jahr. Das ist typisch und das bringt eben die Fed jetzt in eine Situation, wo sie eigentlich nicht tapern kann wegen der Wirtschaft, aber tapern müsste wegen der Inflation. Und das ist für mich einer der Motive, warum die Märkte nach anfänglicher Freude eben auch dann ein bisschen schwächer tendieren. Der Handelstag ist noch jung, ich weiß nicht, wie es dann nachher weitergeht. Am Montag ja Feiertag in den USA, Labor Day. Wird man sehen, aber zumindest der Anfangsjubel ist dann schon zwischenzeitlich mal verpufft, hängt auch ein Stück weit. Naja, gut, ob da eine Kausalität erkennbar ist, aber auf jeden Fall Manchin, der Demokrat, der ja eher auf der rechten Seite der Demokraten ist, der gesagt hat, also dieses Infrastrukturprogramm von Joe Biden, $3,5 Billionen, da kann ich jetzt noch nicht zustimmen, solange nicht klar ist, wie die Pandemiezahlen sich entwickeln auf der einen Seite und vor allem, wie die Inflation sich entwickelt, ob die transitory ist, vorübergehend ist oder nicht. Dementsprechend wird es für Joe Biden sehr, sehr schwer. Das heißt, der nächste Stimulus, der wird dann erstmal auf sich warten lassen. Kommen wir kurz noch nach Asien. Hier hat jetzt der vermeintliche Nachfolger von Suga, Sie wissen vielleicht, heute hat ja Suga, der amtierende Ministerpräsident Japans, praktisch seinen Rücktritt angekündigt. Dieser Mann hier ist der wahrscheinliche Nachfolger, der jetzt schon mal als erstes gesagt hat, das war einer der ersten Dinge, die er gesagt hat, das nächste große Problem ist Taiwan ist sozusagen genau in der Schusslinie zwischen den USA und China. Taiwan sieht sich verstärkten Druck ausgesetzt. Hier 4 chinesische Militärflugzeuge haben hier den taiwanesischen Luftraum betreten, respektive die Flugüberwachungszone, das bedeutet ADIZ. Und auch das wieder ein Akt der Provokation. Sie wissen, dass der revolutionäre Geist in China wiederbelebt werden soll. Jetzt hat man zum Beispiel, oder hat die Stadt Peking gesagt, also wir würden gerne die diesen Fahrdienstleister unter staatliche Kontrolle setzen. Es ist jetzt ein massiver Zug hin zu Mao, ein massiver Zug hin zu den Ursprüngen des chinesischen Kommunismus, des Maoismus.
Das kann für die Wirtschaft nicht so richtig gut sein, wenn Sie mich fragen. Aber gut, auf jeden Fall dürfte die außenpolitische Spannung zwischen China und USA zunehmen, zumal China Biden als schwachen Präsidenten wahrnimmt. Man denkt sich vielleicht, da haben wir jetzt die Chance überhaupt. Der hat gezeigt in Afghanistan, dass er sich abkochen lässt. Das machen wir jetzt auch. Möglicherweise, wir werden sehen. Kommen wir nochmal zum Thema Inflation, meine Damen und Herren. Heute die 10-jährigen Break-Even-Rates in Deutschland. Faktisch also die vom Markt bepreisten Inflationserwartungen auf dem höchsten Stand seit 2014. Und abschließend möchte ich Sie noch auf etwas hinweisen, nämlich auf den Artikel respektive ein Interview: Kapitalismus in der Endphase, Wettbewerb ist etwas für Verlierer. Das ist ein Zitat von Peter Thiel, diesem Investor. Der sagt ja, die Königsdisziplin besteht darin, den nächsten Monopolisten zu finden und darin zu investieren. Wettbewerb ist was für Verlierer. Das ist sozusagen die Amazonisierung der Wirtschaft. The winner takes it all, und die anderen schauen aus der Röhre. Amazon, das alles weiß über seine Kunden, das alles weiß über seine Partner, die auf ihrer Plattform das anbieten, der eine totale Machtstellung hat. Und im Interview hier Norbert Hering, der Redakteur bei der Zeit, der auch bekannt ist durch seinen Kampf gegen die Abschaffung des Bargelds, der sieht hier ganz große Probleme auf uns zukommen, eben eine Art Abschaffung des Kapitalismus und der Marktwirtschaft bei gleichzeitig immer stärkerer Kontrolle. Ein, wie ich finde, sehr interessantes, sehr tiefgehendes Interview. Ich werde dieses Interview unter das Video verlinken, wenn Sie jetzt oder am Wochenende Zeit haben, das sich mal anzuschauen. Es wird Ihrem Horizont sicherlich nicht schaden, möchte ich meinen. Ansonsten schauen wir mal, wie die Märkte jetzt weiter reagieren. Tricky, diese ganze Geschichte. Eigentlich gut, kein Tapering, das ist gut für die Märkte. Aber mit dieser Inflation, das war aber im Hintergrund, und die Daten waren vielleicht zu schlecht, um wirklich gut zu sein. Das ist eben der Punkt jetzt. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns dann am Montag wieder, meine Damen und Herren. Ich sage Servus und Ciao.